Was geht, Leute? Und herzlich willkommen zurück zu unserer Karriere hier in F1 2006. Wir sind heute beim 14. Rennen der Saison und zwar beim großen Preis der Türkei in Istanbul. Falls ihr die letzten paar Folgen dieser Karriere verpasst habt, könnt ihr gerne oben rechts im Video auf dieses i klicken. Dann kommt ihr zur Playlist von dieser Saison hier. Und ich würde sagen, ohne noch großartig drumherum zu labern, legen wir direkt los mit dem Qualifying hier in der Türkei und mal gucken, was hier so drin ist. Ich glaube, das ist tatsächlich so eine Strecke, wo die KI nicht so mega stark ist. Also vielleicht haben wir hier mal wieder die Chance, zumindest auf Punkte. Das wäre sehr, sehr cool. Legen wir los. Okay, hier sind wir jetzt in der Garage in Q1 und ich würde sagen, wir verlassen die Werkstatt einfach mal direkt und mal gucken, ob wir hier aus Q1 rauskommen können. Ich denke, das müsste möglich sein, aber die Türkei ist natürlich auch so eine Strecke, die man nicht so oft fährt. Also das wird ein bisschen dauern, bis ich mich wieder an die gewöhnt habe. Okay, wir kommen jetzt in die letzten paar Kurven dieser Runde hier. Das war jetzt die erste Runde, die so ein bisschen vernünftiger war, ohne irgendwelche riesigen Fehler, sag ich mal. Letzte Kurve. Wir kommen gleich über die Linie und mal gucken, ob das reicht, um uns aus Q1 rauszubringen. Über die Linie, was fahren wir für eine Zeit? Eine 1,32 und das reicht noch nicht. So, letzte Kurve. Das wird vielleicht die letzte Runde sein, für die wir Zeit haben. Mal gucken. Wir haben auf jeden Fall in diesem Run hier keinen Benzin mehr. Also wäre es ganz gut, wenn es jetzt vielleicht reichen würde. Über die Linie, wir fahren 1,31,399. Aber das reicht nur für Platz 18. Und mal gucken. Ah, leider ist die Zeit ausgegangen. Okay, das ist ärgerlich. Was für eine Zeit hätten wir denn gebraucht? Eine 31,084 von Villeneuve. Das hätten wir schlagen müssen. Haben wir aber leider nicht. Und somit ist es nur Platz 18 hier beim großen Preis der Türkei. Das ist ein bisschen enttäuschend. Aber ich muss sagen, ich bin nicht so richtig in die Strecke reingekommen. Weil, also das ist ja so eine richtig dumme Ausrede jetzt. Aber ja, es ist halt eine Strecke, die man nicht oft fährt. Die gibt es heute leider nicht mehr. Also, ja, war es ein bisschen kritisch. Wir hatten sogar die gleiche Zeit wie Mark Webber. Okay, das ist interessant. Bringt uns halt aber überhaupt nichts. Unser Teamkollege war auch nur ein bisschen, ja, okay. Ich merke schon gerade, das war keine gute Runde hier. Und mal gucken, wer steht auf der Pole? Fernando Alonso vor Fisichella, Massa, Trulli und Button. Das sind die Top 5. Mal gucken, was so die schnellste Zeit war im Qualifying. Eine 28,2. Okay, das ist schon krass viel schneller als unsere Zeit, die wir vorhin gefahren sind. Montoya hat keine Zeit gehabt. Das ist ein bisschen seltsam. Das heißt, wir werden McLaren relativ nah vor uns haben. Das wird sehr interessant gleich im Rennen. Und ich würde sagen, dorthin springen wir jetzt auch direkt. Und mal gucken, vielleicht können wir trotzdem Punkte holen. Das ist auf jeden Fall nicht unmöglich, sag ich mal. Aber ja, Platz 18 ist jetzt nicht so die vielversprechendste Startposition. Legen wir los mit dem Rennen und mal gucken, was hier so drin ist. Okay, Leute, hier sind wir jetzt also in der Startaufstellung. Auf unserem 18. Platz. Mal gucken, was wir hier so reißen können. Punkte, muss ich sagen, wären schon so ein kleines Wunder. Aber ich hoffe, dass wir immerhin ein cooles Rennen haben können mit ein paar Battles. Da kommen die 10 roten Lichter und es geht los hier beim großen Preis der Türkei. Das dauert immer so ewig lange in dem Spiel. Da werde ich, glaube ich, nie so ganz drauf klarkommen. Wir sind ganz gut weggekommen. Aber in dieser ersten Kurve muss man sehr aufpassen, weil die ist sehr, sehr eng. Vor allem am Start, wenn da so viele Autos auf einem Fleck sind, sage ich mal. Aber wir konnten immerhin zwei Positionen gut machen. Sind schon vor auf Platz 16. Und was das Wichtigste ist, wir haben noch unseren Frontflügel. Das war kein schlechter Start. Vielleicht jetzt außen vorbei an Rosberg. Nee, das war ein bisschen optimistisch und dadurch hat uns der BMW sauber jetzt leider, aber wir können direkt wieder zurück und behalten unseren 16. Platz zwischenzeitlich. Wir kommen jetzt aber ganz gut ran an Rosberg hier im Windschatten. Mal gucken, ob wir in dieser Kurve dort vorbeikommen können. Ja, und vielleicht auch direkt an Montoya und dem Midland hier. Der hält sich gut auf dem 14. Platz, glaube ich. Oder sogar auf dem 13. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, er ist 13. oder? Das da oben aktualisiert sich immer relativ langsam. Ja, Thiago Montero, meine Damen und Herren, ist auf dem 13. Platz. Und das war komplett schlecht. Oh nein. Oh nein, was habe ich getan? Ja. Oh, das war schon wieder viel zu spät. Richtige Dive-Bomb hier gegen Mark Webber. Aber es hat geklappt. Das ist unglaublich. Aber ich muss sagen, ich komme nicht klar auf die Strecke. Vielleicht merkt man das auch schon. Aber naja, mal gucken. Hoffentlich geht es hier irgendwie gut. Oh, wir kommen ganz gut ran an Villeneuve. Die KI bremst meistens sehr, sehr früh in solchen langsameren Kurven. Dadurch kann man die immer ganz gut überholen. Der McLaren ist sehr weit rausgekommen. Der hat dann Webber so ein bisschen aufgehalten. Dadurch konnten wir die beide überholen. Okay, das ist Platz 14. Jetzt nicht komplett verkacken hier in dieser langgezogenen Linkskurve. Und dann sollten wir diese Position auch haben. Okay, sehr gut. Oh, Montero sehr, sehr langsam. Und wir haben eine Ölflagge. Mal gucken, war das jemand vor uns, der hier einen Motorschaden bekommen hat? Noch haben wir keine Position gut gemacht. Und ich habe auch noch kein Öl gesehen. Ah, da ist es mitten in der Kurve. Aber wir bleiben immer noch 14. Jetzt kommt allerdings diese Rechtskurve hier. Dort sind wir meistens sehr, sehr stark im Anbremsen. Und die KI eher weniger, wie man hier auch sehen kann. In vorbei am Midland von Montero. Und das ist Platz 13. Das geht sehr gut nach vorne in diesem Rennen. Ich glaube, Punkte sind hier noch gar nicht so
ausgeschlossen, sag ich mal. Wir haben hier vor uns eine relativ große Gruppe. Das sind so die drei Führenden. Das sind die beiden Renaults und eine der Ferraris. Die konnten sich schon so ein bisschen absetzen vom Rest des Feldes. Aber der Rest des Feldes eben ist wirklich sehr eng zusammen. Also hier ist noch einiges drin in diesem Rennen. Oh, das stoppt schon. Der erste, einer der Ferraris, ist das Felipe Massa. Und dadurch kommen wir vor auf Platz 12. Oh nein! Ah, scheiße, da wollte ich ein bisschen zu viel. Das Spiel ist aber auch echt knallhart. Man kann hier keinen einzigen Fehler kann man sich hier erlauben. Sonst dreht man sich sofort weg oder scheidet aus. Aber das gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Okay, jetzt ist der Abstand oder der Rückstand zu Heidfeld wieder 2,5 Sekunden. Es waren, glaube ich, schon mal 1,3. Also das war jetzt ein bisschen unnötig. So, da sind jetzt noch einige an der Box. Eine Runde später als der Ferrari vorhin. Das bringt uns auf Platz 8, also in die Punkte. So, Runde 6. Da sind jetzt noch weitere an der Box. Dadurch kommen wir vor auf den vierten Platz. Und auch wir stoppen jetzt in dieser Runde. Also mal sehen. Vielleicht sind die Punkte hier noch drin. Ich habe das noch nicht so ganz, aufgegeben, sag ich mal. Aber es wird auf jeden Fall nicht leicht. Okay, wir kommen jetzt an die Box für unseren ersten und einzigen Stopp in diesem Rennen hier. Wie ist hier diese Boxeneinfahrt? Das weiß ich schon gar nicht mehr so richtig. Okay, das war, glaube ich, ganz okay. Mal sehen, wir brauchen jetzt einen sehr, sehr guten Stopp und dann müssten wir so in Schlagdistanz der Punkte sein. Aber wir werden auf jeden Fall was dafür tun müssen im letzten Stint jetzt. Oh, sehr, sehr guter Stopp. Wieder unter 8 Sekunden. Das ist immer richtig nice. Und mal gucken, wo kommen wir jetzt raus? Es müsste so Platz, keine Ahnung, irgendwas hinter Platz 10 auf jeden Fall. Mal gucken, ganz vorsichtig über dieser Boxenausfahrt. Die kenne ich gar nicht so richtig. Und wir kommen raus auf den 12. Platz. Okay, ich glaube, wir waren vorher 14., oder? Also haben wir auf jeden Fall ein bisschen Zeit jetzt gewonnen. Und mal sehen, was hier noch so drin ist. Wir sind aber auf jeden Fall deutlich näher an Heidfeld rangekommen. Aber ich sehe gerade, wir haben leider Montoya hinter uns im McLaren. Also das wird nicht leicht, den hinter sich zu halten. Na, Mann! Wieso passiert das immer in diesem Spiel? Das verstehe ich nicht. Man bremst einfach an und dann dreht man sich plötzlich und dann bekommen wir dafür noch eine Strafe. Okay, also das war's jetzt mit den Punkten. Scheiße. Ja, das ist ärgerlich. Es war mein Fehler, aber ich weiß nicht, warum das immer passiert. Das ist echt ärgerlich. Oh. Das ist jetzt, glaube ich, schon das zweite Rennen in Folge, dass das passiert ist. Ne? Beim letzten Mal in Ungarn hatten wir das auch, glaube ich, in dieser drittletzten Kurve dort. Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Und dadurch haben wir auch fast die Punkte verloren in dem Rennen damals. Also das ist echt, ich weiß nicht. Wenn ihr wisst, was man dagegen machen kann, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das hätte es gerade gewesen sein können mit unserem Rennen. Das ist direkt hinten dran an Rosberg. Also mal gucken, ob wir ihn immerhin noch bekommen können in diesem Rennen. Aber ich muss aber sagen, die KI ist unfassbar stark in dieser langen Linkskurve hier. Da machen die mal richtig viel Zeit gut. Wir sind immer mehr oder weniger direkt hinter Rosberg. Und nach dieser langen Kurve ist er dann so weit vorne wie jetzt. Also das ist auch ein bisschen nervig. Oh, wir haben eine Ölflagge. Hat jemand einen Motorschaden bekommen? Und wenn ja, dann war das jemand, der vor uns war. Da war das Öl mitten in dieser Kurve. Das hätte auch böse enden können, wenn man da drüber gefahren wäre. Aber ich glaube leider, dass das niemand war, der vor uns war. Okay, letzte Runde. Es wird sehr, sehr schwer, Rosberg nochmal zu bekommen. Vielleicht sogar unmöglich, aber naja. So läuft das manchmal. Es war ein ganz gutes Rennen, muss ich sagen. Es war lange Zeit mehr oder weniger spannend, weil ich dachte, dass wir die Punkte bekommen können. Dieser Dreher hat es dann halt komplett kaputt gemacht, obwohl es wäre jetzt nicht sonderlich wahrscheinlich gewesen, dass wir in die Punkte kommen. Aber naja, eine Chance war da auf jeden Fall. Wenn ihr wirklich wisst, was man gegen diese Dreher machen kann, dann oder wodurch die überhaupt entstehen, sage ich mal, dann schreibt das gerne in die Kommentare, weil das ist echt nervig. Und das kann auch mal, wenn wir vielleicht irgendwann in einem stärkeren Team sind, einen Sieg kosten oder so. Und dann wäre das natürlich bitter. Ich meine, jetzt haben wir halt einen 12. Platz verloren. Das ist auch nicht so, ne? 12. oder 15. ist halt egal. Aber wenn wir weiter vorne gewesen wären, dann wäre das echt scheiße gewesen. Okay, wir kommen jetzt in den letzten Sektor dieses Rennens. Giancarlo Fisichella für Renault hat das Rennen gewonnen. Ich sehe auch, einer der Renaults, das muss dann Alonso sein, ist ausgeschieden. Also das wird dann interessant sein in der WM, weil ich glaube, Alonso war dort, oder ich weiß es nicht, aber ich schätze mal, dass Alonso wahrscheinlich sehr weit vorne war. Also mal sehen, vielleicht ist die WM jetzt auch schon entschieden, so langsam aber sicher. Weil ich meine, viele Rennen haben wir nicht mehr. Also ja, ich bin gespannt, wer sich dort den Titel holen kann. Wir kommen jetzt durch die letzte Kurve, Leute. Platz 15 wird es sein. Nichts Besonderes, aber es war auch schon mal schlimmer. Es war ein ganz, ganz interessantes Rennen immerhin. Wir konnten unseren Teamkollegen mal wieder schlagen. Und ja, insgesamt war es relativ ordentlich, würde ich mal sagen. Massa war auf dem zweiten Platz. Dahinter war dann Button, Schumacher, Trulli, Kimi, Barrichello und Ralf Schumacher holt den letzten Punkt. Wo war denn unser Teamkollege? Auf dem 18. Platz. Okay, also ihn haben wir relativ deutlich immerhin geschlagen. Das ist sehr, sehr gut. Wie sieht es jetzt in der WM aus? Dort führt Schumacher. Und ich glaube, wir haben noch 4 Rennen.
Tatsächlich. Und das bedeutet, dass Schumacher so gut wie Weltmeister ist. Er hat jetzt nämlich 40 Punkte Vorsprung und man kann maximal 40 Punkte bekommen. Also Schumacher braucht noch einen Punkt, dann ist er Weltmeister. Das ist natürlich sehr, sehr schön für ihn. Wir liegen weiterhin auf dem 10. Platz und ich hoffe mal, dass wir das auch weiterhin halten können. Das wird nicht leicht, wenn wir weiterhin keine Punkte holen, aber naja, hoffentlich wird das was mit der Top 10. Das wäre sehr, sehr cool in so einem schwächeren Auto wie dem Toro Rosso. Und in der Konstrukteurs-WM sind wir nach wie vor Sechster und da wird sich, denke ich, auch nichts mehr ändern. Okay, Leute, das war's jetzt mit dieser Folge. Mich würde interessieren, was mit dieser Stellenanzeige von Williams ist, die wir ja beim letzten Mal rausgehauen haben. Mal gucken, vielleicht kriegen wir dort jetzt eine Antwort. Fehlgeschlagene Bewerbung. Wow, ey, wann kriegt man denn eigentlich mal ein Angebot von dem Team? Das würde mich echt interessieren, weil ich meine, so lange ist es in dieser Saison nicht mehr. Und wir wurden jetzt von McLaren abgelehnt, wir wurden von Williams abgelehnt. Midland haben wir noch eine Stellenanzeige, aber da will ich nicht hin. Bei Toyota haben wir einen Testvertrag bekommen. Aber Testfahrer, wer will das schon sein? Also, ja, mal gucken. Position bei Toyota. Ja, okay, das ist wegen dem Testfahrerzeug. Das interessiert mich eher weniger. Wir stellen nochmal die Zeit vor. Mal gucken, vielleicht bekommen wir noch irgendwelche Anzeigen. Aber es sieht nicht so aus. Nein, da ist nichts. Und wir wurden jetzt auch von Toyota wahrscheinlich endgültig abgelehnt. Na gut, aber da wollte ich eh nicht hin. Okay, Leute, mal gucken. Vielleicht dann beim nächsten Mal oder ich weiß gar nicht. Vielleicht kommt das auch erst ganz am Ende der Saison. Ich kann mich da ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern, wie das in diesem Spiel ist. Aber auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, in was für ein Team wir kommen. Ich hoffe, dass das so ein Team sein wird, mit dem man theoretisch Rennen gewinnen kann, aber mit dem es auch nicht zu leicht ist, Rennen zu gewinnen. Also, mal sehen. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend dann in den nächsten Folgen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder beim großen Preis von Italien in Monza. Und es sind jetzt, glaube ich, auch nur noch 4 Rennen müssten es sein. Ja, genau, 4 Rennen. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.